So, hallo und herzlich willkommen noch einmal zum JFD Live Trading TV, jetzt zu US-Markteröffnung. Ich höre mich bereits im Hintergrund, das ist sehr schön, ich kann auch eine Stimme hören. So, hat jetzt ein bisschen gedauert, Software hat nicht so ganz hochgefahren, aber das soll gar nicht so schlimm sein. Jellen spricht gerade, ich habe gerade gelernt bei mir in der Chatbox, gar nicht vom Kongress, sondern vom Senat, aber das, was sie heute ja erzählt, das wird, kurzen Augenblick. Das wird sehr ähnlich sein zu dem, was sie auch morgen kommuniziert. Das heißt also, heute ist mit dem Großteil der Price Action, wenn überhaupt, zu rechnen. Ich habe jetzt gerade auf die Price Action im Dow Jones einen kleinen aggressiven Short eingestreut. Und ja, schauen wir mal, ob der funktioniert. Ein super aggressiver Short gegen die Hochs, war jetzt initial ein bullischer Stint, aber ich habe den Stop oberhalb des Allzeithochs platziert. 23 Punkte Risiko sind es. Schau dann einfach mal, ob der Trade sich entwickelt. Wir werden das jetzt gleich hier live mal uns ein bisschen betrachten. Ob der ins Laufen kommt, also initial ja, 6, 7 Punkte, aber das reicht noch nicht aus, wir brauchen neue Tiefs. Das ist allerdings weniger ausgehend von den Kommentaren von Jellen, wobei ich sagen muss, im Großen und Ganzen, da sind schon so einige Kommentare jetzt gerade gewesen, die so ein bisschen Sorge vielleicht für den einen oder anderen Bullen beinhalten. Jellen war, oder ist tatsächlich, kurz noch, ich muss mal ganz kurz hier, zack, so den Ton im Hintergrund wegmachen. Ah, funktioniert nicht. Kurzen Augenblick, kurzen Augenblick. So, so und so. So, jetzt habe ich auch den Ton auf den Ohren ein bisschen entspannter. So, also, Jellen hat relativ deutlich gerade eben gesagt, waiting too long to tighten would be unwise. Also, das bedeutet, ein zu langes Abwarten hier bezüglich einer Zinsanhebung wäre... ja, unweise, gut, wie auch immer. Flynn hat auch als einer der FED stimmberechtigten Mitglieder, soweit ich informiert bin, ist das nicht, spielt aber keine Rolle, Alter. Hat gerade eben ebenfalls eine Äußerung gesagt, Valuation Pressures in some Asset Classes have been rising. Das heißt also, auch die Bewertung diverser Assets in diversen Anlageklassen steigt unangenehm an und ja, infolgedessen ist es halt so, dass das ist jetzt kein Kommentar, der eigentlich groß dafür spricht, dass da noch geldpolitisch locker sich entsprechend die FED dann präsentieren wird. Und wenn man das jetzt in Verbindung nimmt mit der sowieso sehr stark extensierten Lage auf der Oberseite, ja, habe ich eben schlichtweg versucht, hier gegen diese Hochs hier aus der Open Range mich short zu positionieren. Wie gesagt, Stop kann man hier oben sehen, das ist diese rotfarbene Linie. Wenn man den ein bisschen rauszoomt, dann kann man das auch hier erkennen. Ich liege da ziemlich genau oberhalb der Hochs, oberhalb des Allzeithochs. Und Ziel ist jetzt tatsächlich erstmal einen Trade vielleicht zum Laufen zu bekommen, der ein bisschen stärkere Abwärtsdynamik auf den Weg bringt und tatsächlich uns noch ein bisschen tiefer führt, bis in den Bereich dieses Ausbruchniveaus ungefähr. So um 20.140 Punkte werden wir natürlich schauen. Der muss erstmal ins Laufen kommen. Ich wäre jetzt erstmal froh, wenn es ihm gelingen würde, das Risiko zu verdienen. Dann ist das nächste Ziel erstmal neue Tagestiefs zu markieren. Und wenn wir neue Tagestiefs haben, dann sind die gestrigen Tiefs mal dran und unterhalb dieser können wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr Action erwarten, aber dafür, das braucht noch ein bisschen. Ich habe jetzt gleich ja noch ein englischsprachiges Webinar, währenddessen vielleicht werde ich da diesen Trade noch mal ganz kurz einstreuen, das ein bisschen hier managen. So, ja, das auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Dow Jones aktuell. Aktuell ist es so, dass die Fed Fund Futures eine Zinsanhebung seitens der Fed vollständig für Juni einpreisen und auch für Dezember. Das heißt also, zwei Zinsanhebungen werden seitens des Marktes jetzt infolge dieser Äußerung schon gesehen. Wie gesagt, Schiller KGV ist auch so eine Sache. Das sind jetzt viele Komponenten, die da zusammenkommen. Der Markt ist nach oben einfach stark extensiert. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht einwenden und sagen, naja, aber ist mal ganz ehrlich, nur weil der Markt sich nach oben stark extensiert darstellt, hat er hier auch. Wir sind nur konsolidiert und es ist weitergelaufen. Ja, jetzt stellt er sich wieder stark extensiert da. Na und, kann auch einfach weiterlaufen. Vielleicht eine kleine Konsolidierung, vielleicht verdienst du gerade das Risiko. Aber glaubst du wirklich, dass der Markt so ein riesen Rückschlagspotenzial hat? Es gibt, wie gesagt, auch diverse Statistiken, die ja in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, wo wir dann sagen, wir haben jetzt seit der FED-Sitzung 39 Tage in Folge keinen einprozentigen Downtag gesehen. Auch das ist etwas, was auf jeden Fall erwähnenswert ist.
Und Fakt ist eben auch, dass wir eben hier nach oben sehr, sehr weit gelaufen sind und in einen, ich nenne ihn jetzt mal, Wirkungsbereich vorgestoßen sind. Das bedeutet etwas anders formuliert, dass die Chance-Risiko-Verhältnisse nach oben auch aus technischer Sicht sehr, sehr unattraktiv werden. Und ja, infolgedessen, wie gesagt, jetzt der Versuch, der super aggressive Short-Versuch hier und ja, der Wunsch, dass der Markt eben entsprechend dann vielleicht diese Dynamik auf den Weg bringt. DAX Trade ist ausgestoppt worden. Ja, das hat man, das kann man hier, kann man das erkennen. Ja, da gab es einen kurzen Spike. Es fehlt allerdings alles als, also da fehlt wirklich alles an Dynamik und so weiter. Also da kommt überhaupt gar kein Zug in irgendeiner Form auf der Unterseite auf. Hauptasset, Haupthandelsmarkt, aber definitiv jetzt aktuell zur derzeitigen Zeit definitiv der Dow Jones, der US-amerikanische Aktienmarkt. Sollte der DAX jetzt hier natürlich noch einen Rutsch auf den Weg bringen, wird es vielleicht dann morgen interessant. Wobei wir nochmal schauen müssen, wie wir uns hier in dieser Region um 700 präsentieren, ungefähr. Und ja, das soll es meinerseits auch tatsächlich schon gewesen sein. Kurzer Überblick über die US-Markteröffnung. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting dann um 10:30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's bis dahin gut und tschüss.